Hallo und willkommen zurück zu Dino Crisis 2. Ja, ihr seht schon, ich bin im Speichermenü. Das heißt, wir laden nämlich jetzt den Spielstand und fangen dann auch gleich direkt an. Es ist wieder eine neue Aufnahmesession, also wundert euch nicht. Ich hatte davor, wie ihr schon gesehen habt, in der finalen Folge Dino Crisis abgeschlossen und wir schauen jetzt mal weiter. Wir werden natürlich gucken, dass wir möglichst jedes Dino schon erledigen auf dem Weg, weil wir brauchen die Punkte dringend, damit wir die neue Waffe kriegen. Oh, entschuldige, ich habe einen leichten Stuck auf. Und ich werde nochmal zurückgehen zu der Stelle, wo wir letztes Mal drin waren. Ich denke nämlich, da habe ich noch was übersehen. Ich denke nämlich nicht, dass wir den Rex da draußen mit ein bisschen Schrotflintenpower erledigen können. Weil ich habe nämlich in Erinnerung, dass das erst später ein Versuch wert sein wird, wenn wir ein bisschen besser ausgerüstet sind. Weil aktuell, ja, macht er mit uns kurzen Prozess. So, wir hatten ja einen Schlüssel hier benutzt. Vielleicht können wir denselben Schlüssel auch hier nochmal benutzen. Kam mir mal so in dem Sinn. Gucken wir mal. Passt. Mal sehen, was haben wir denn da drin? Eine Keycard. ID-Karte Forschungseinrichtung. Jetzt sollten wir auch weiter in die Anlage reinkommen. You have inserted an incorrect key. Trespasser confirmed. This room will be locked. Na super. Somebody answer me. David. Regina. Over. This is Regina. Over. Regina, I'm trapped. I'm at the military facility. I need your help. Over. Did you swing your precious machete around? Well, I guess I can help you out. Over. Good. Okay. I'll put a key in front of the door as a mark. Don't let me down. Over and out. Ach, Regina, erstmal ein bisschen sticheln. So kämen wir die Kleine ja. Doch, Anlegeplatz. Die Missionsdaten wurden aktualisiert. Prioritätsmission: Befreie Dünnen aus der Militäreinrichtung. Ja, schon sind wir wieder mit Regina unterwegs. Auch mal eine coole Idee, dass man mal beide Charaktere spielen kann. Als Hauptwaffe haben wir eine Pistole. Das sind ja tolle Aussichten. Okay, also die Objekte werden anscheinend geteilt. Das ist schon mal gut. Gehen wir nochmal runter zum Deck. Vielleicht liegt hier auch eine andere Waffe rum oder sowas in der Richtung. Ich hoffe es einfach mal, weil wir sind nämlich nicht unbedingt gerade gut bewaffnet. Das wäre auf jeden Fall die richtige Waffe. Es sieht aus wie eine mächtige Kanone. Ach, ist ein bisschen blöd, dass man alles anquatscht, was man anläuft. Dass man dafür keine Taste drücken muss. Gucken wir mal einfach auf dem Schiff, ob wir da irgendwie was zu holen haben, bevor wir weitergehen. Okay, also wir haben auf jeden Fall den Shop. Waffen, nichts vorhanden. Super. Wir haben zwei große Medipacks und zwei mittlere Medipacks. Reanimation haben wir zwei Stück. Groß Medipacks mit voller Heilung. Mittleres Medipack, eine geringe Heilung. Und dann haben wir die Objekte voll.
Munition haben wir voll. Werkzeuge haben wir auch nichts. Könnte höchstens die Waffe verbessern, dass sie ein bisschen mehr Munition hat, aber das ist halt nur eine Pistole. Oh. Aber komm. Plus 50 kostet 2000. Boah. Plus 100 3000. Na komm, wir nehmen einmal plus 100 dazu und dann sollte das erstmal reichen. Es ist ein Autopilot-System. Es wurde kein Ziel programmiert. Es startet erst, wenn ein Ziel eingegeben wird. Okay, also. Es ist die Tür zum Zeittor. Sie ist momentan verschlossen. Okay, gut. Dann haben wir jetzt zumindest erstmal etwas für unsere Muni getan. Ich hatte gerade auf Analogsteuerung gestellt und ich muss tatsächlich sagen, ich bleibe bei der bekannten Panzersteuerung mit Steuerkreuz. Die ist nämlich tatsächlich angenehmer. Nehmen wir es hier an der Stelle nochmal. Ja, ich glaube, das Pad hat auch leicht einen weg. Und da hat nämlich da so einen kleinen Drift drin. Wir wissen auf jeden Fall, die eine Tür kriegen wir auf mit unserem Schocker. Da ist noch eine Tür, die wir mit unserem Schocker öffnen können. Okay, also wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr zu erkunden. Da ist dicht. Gucken wir mal, wo stehen wir denn gerade? Okay, da würden wir dieselbe Route gehen wie unser Kollege, wenn ich das richtig sehe. Da sind Kisten vor. Wir sehen uns erstmal ein bisschen um und wollen natürlich möglichst viel mitnehmen. Gucken wir mal erstmal, was hier ist. Ich guck mal hier noch einen Trägerplatz. Okay. Da war auf jeden Fall eine Tür hinten weiter zu. Beide leer und total verrostet. Sieht aus, als ob sein Torso aufgerissen wurde. Er muss vor einer Weile gestorben sein. Die Tür ist mit Efeu überwuchert. Nimm dir das Machete. Ah, okay, hier ist unser Startpunkt. Nur das, aus irgendeinem Grund, dass Efeu anscheinend sehr schnell gewachsen ist. Also jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo wie Regina hier hingekommen ist. Das ist alles dicht, da kommen wir nirgendwo ran. Was wir auch mal machen können, ich weiß jetzt nicht, ob hier oben vielleicht was liegt. Das sehen wir vielleicht, wenn wir eine andere Kamera hier oben kriegen. Kriegen wir aber nicht. Okay, also wir haben tatsächlich gerade nur hier die Tür. Und wir werden wirklich alle Dinos abknallen, sofern die Pistole es hergibt. Du hast eine neue Dino-Datei gefunden. Seltsame Eidechse. Allosaurus, okay. Bedeutung seltsamer Eidechse. Länge 8,5 Meter, Höhe 3 Meter. Beobachtungsbericht.
Jeder, der auf diese mächtigen Dinosaurier trifft, ist überwältigt. Sie sind über 8 Meter groß und können mit Leichtigkeit über Hindernisse bis zu 2 Meter springen. Keine Beute entkommt ihnen. Dieser Dinosaurier wird dir eine Menge Angst einjagen. Ihre Beute beschränkt sich nicht nur auf Pflanzenfresser, die fressen auch kleine Fleischfresser. Du solltest dich vor dem Allosaurus in Gegenden in Acht nehmen, wo es Raptoren gibt. Der Allosaurus ist auch bei der Jagd in Herden beobachtet worden. Wir gehen davon aus, dass es viele davon gibt. Kampfhinweis, sie positionieren sich immer so, dass sie den Angreifer anschauen, wahrscheinlich weil ihr Kopf so stark gepanzert ist. Ein Schuss auf den Kopf ist ineffektiv und verletzt sie kaum. Es ist schlauer, sich auf ihre Seite zu bringen und seitlich in den Bauch zu zielen. Sie sind jedoch sehr schnell und es wird schwierig sein, sie seitlich zu erwischen. Falls dies nicht möglich ist, benötigst du eine Waffe mit hoher Feuerkraft. Das heißt nicht unbedingt die Pistole, mit der wir aktuell unterwegs sind. Da sind ein paar Petris. Okay. Südrote Dschungel. Also Dschungel Südrote 1. So. Also auf jeden Fall eine Großkaliberpistole. Anders kann ich mir nicht erklären, wie die Raptoren platziert damit. Und ja, wir werden hier jeden Gegner killen. Die haben nur eine gewisse Rate zu spawnen und wenn diese zu Ende ist. Kommt nichts Neues mehr. Allgemein nichts Neues mehr. Geht der Server, jetzt kommen jetzt keine weiteren mehr. Netter Versuch, kleiner Raptor. Das war's da so langsam an. Abwurm wollte ich gerade sagen. Au. Hab ich gehört. Was ist jetzt? Scheint so.
laufe jetzt noch mal kurz den Weg, mal gucken, ob da noch was spawnt. Ansonsten. Große Libellen. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ich denke mal, reicht auch, dass wir auf Mittel spielen. Also ist ein gutes Mittelmaß an Schwierigkeitsgrad. Man muss es ja nicht wieder übertreiben und direkt auf schwer spielen. Zugehen, wo ich das erstmal durchgespielt habe, war es auf easy und das war wirklich dann ein Kuckuckspiel. Allerdings war es auch in der Zeit, wo das Spiel relativ neu rauskam, eigentlich noch viel zu jung für das Spiel war, aber egal. Das Vieh tatsächlich erwischt. Das kam auch ehrlich gesagt etwas unerwartet. Ja, bitte. Ja, aber ihr seht schon, was ich meine mit der Unterschied zu Dino Crisis 1. Wo die Raptoren wirklich noch eine große Gefahr waren, während sie hier, Kanonenfutter sind. Die machen auf normal schon deutlich mehr Schaden als auf easy. Solange noch Raptoren spawnen, machen wir hier weiter. Gesagt, wir wollen auch eine neue Waffe kaufen. Die Punkte sind ja für beide. Je mehr Punkte wir am Ende haben, desto schneller sind wir auch besser in der Ausrüstung. Und das ist wichtig. Ihr seht, wir rennen hier mit einer Pistole rum mit ihr und mit unsere Kollegen zumindest mit einer Schotti, aber selbst die Schotti ist jetzt nicht unbedingt das Effektivste, wie wir gemerkt haben. Ah, ich glaube, wir haben den Spawn langsam aufgebraucht. Also wir werden wirklich jeden Spawn komplett abballern, damit wir am Ende auch wirklich jede Waffe mal gekauft haben.
sehe es zwar nicht, aber ich höre es. Mal auf der Karte, wo wir hier stehen. Ah, okay, also beide Richtungen haben wir noch unbekanntes Gebiet. Müssen wir auf jeden Fall vorbeigucken, dass wir neue Munition holen. Gegenden quasi leergeballert sind, dann haben wir auch kein Respawn mehr. Okay. Südliche Giftzone. Maximal Combo 4, 2800 Punkte. Zusammen. Dieses Gebiet ist von den Sporen der giftigen Pflanzen verseucht. Das Einatmen ist lebensgefährlich. Okay, also hier brauchen wir anscheinend erstmal ein neues Utensil, nämlich die Gasmaske. Die wir nicht haben. Gut, ich habe jetzt damit nichts gespoilert, also ihr seht, dass die linke Route dann quasi das war, wo ich gerade stand. Da ist ja links auch noch unten auf der Karte zu sehen eine weitere Teil der Anlage, und zwar das Missile-Silo. Also man anhand der Gegebenheiten erkennt man ja schon, dass da wo sowas kommen wird wie eine Gasmaske. Anscheinend gibt es doch noch Respawn. Siebener Combo. Ah, schade, war ich nicht schnell genug. Das ist schon echt eine Menge hier an Dinos. Ja, wie gesagt, also wir müssen auf jeden Fall hier und da ein paar Punkte farmen, weil sonst kommen wir nicht weit. Langsam mal weiter und mir geht langsam auch sicher die Munition aus. Wir müssen ja sowieso noch mal hier in das Gebiet rein. Also 2140 Punkte haben wir gemacht. Mal kurz auf Karte gucken. Ja, genau. Und da unten geht es zu der Anlage. Ich denke mal, in der Research Facility werden wir wahrscheinlich die Gasmaske kriegen. Danach müssen wir zurück. Und dann durch das giftige Gebiet. Schätze ich mal. Also ich weiß es nicht mehr genau. Wie gesagt, wo ich das durchgespielt habe, das erste Mal und auch das letzte Mal. Da war das Spiel aktuell. Also das ist jetzt schon gut 20 Jahre her.
Ein Hallo. Da konnte ich jetzt gerade nichts für. Die Kamera war gerade ein bisschen blöd. Ja, Leute, die Ark spielen, werden wissen, wie schnell und fiese Allosauren sind. Steh auf, Regina. Baum fällt. Wie größer sie sind, desto tiefer fallen sie. Ein Allosaurus mit der Pistole erledigen, auch eine Kunst. Aber den wollte ich nicht auslassen. Das waren immerhin 5000 Punkte. Wie gesagt, es macht schon Spaß. Also es macht richtig viel Spaß sogar. Dritter Teil, weiß ich nicht, ob wir den zu sehen kriegt. Den habe ich leider noch nicht, aber... Vielleicht werde ich den auch irgendwann mal kaufen und wahrscheinlich würde ich den sowieso kaufen, der Komplettheit halber, und dann mal gucken, ob ich den dann auch Let's Play einfach nur, damit ihr quasi alles seht. Es muss eine Art Gastank gewesen sein, er ist bereits leer. Ein Kleidungsstück, unter ihm befinden sich medizinische Dinge. Das ist ein überdimensionales Ventilationssystem. Ein Dinosaurier in der Größe des T-Rex muss es beschädigt haben. Wir haben noch 43 Schuss, das ist ein bisschen wenig. Ja. Also wir sind auf jeden Fall erstmal hier in der Forschungseinrichtung. Den stärkeren Raptoren. War's das? Wow. Das wird da eigentlich ein bisschen knapp. Toll, Raptoren mit dem Nahkampf erledigen. Yay, da kommt noch Freude auf. Acht Schuss haben wir noch. Juhu. Gut, dann du als nächstes.
Ach. Okay, das scheint wieder dasselbe mit dem Gastank. Die Tür ist mit Efeu überwuchert. Nimm Dillens Machete. Ja. Toll. Eben. Ich habe da hinten noch liegen sehen und ich hoffe mal, dass es das ist, was ich denke. Gott sei Dank wieder. Liegen. Ach, denke ich, die Viecher. Ich will doch nur das Item da haben. Ugh. Kleines Medipack, yo, kleines Medipack. Auf der anderen Seite der Brücke liegt ein Dschungel. Hinter dem Dschungel befindet sich eine Art Raketensilo. Kleine Medipack können wir direkt verwenden, weil wir haben hier ein bisschen Federn gelassen. Was normal ist, wenn man nur mit dem Elektroschocker ausgestattet sich mit Raptoren anlegt. Du kannst das Haupttor sehen. Auf dem Schild steht gute Energieeinrichtung. Der Dschungel ist zu dicht, um auf die andere Seite zu kommen. Ja, wer das erste Display gesehen hat, weiß, was diese dritte Energie ist. Maximal Combo 3, 2210 Punkte. Ah, Speicherraummusik. Ja. Wir werden mal eben kurz Munition alles auffüllen. Die Pflanzenverbrennung. Ups, Moment, Moment, Moment. Die Datei haben wir noch nicht komplett angesehen. Jüngsten Bericht zu folgen, hat sich in Dschungelbereichen in der Nähe der Einrichtung ein plötzlicher Ausbruch einer giftigen Pflanze namens PP34 ereignet. Die Pflanze mit einem Durchmesser von ca. 80 cm gibt giftige Sporen ab. Ein Mitglied unseres Teams, das die Sporen eingeatmet hat, ist bewusstlos und im kritischen Zustand. An das Team, das die medizinischen Pflanzen sammelt, stellt das Sammeln von Pflanzen vorübergehend ein und schickt ein Team los, um die giftigen Pflanzen zu vernichten. Nutzt Flammenwerfer und brennt sie nieder, das ist ein Notfall. Denkt beim Bekämpfen der Pflanzen unbedingt an einen ausreichenden Sicherheitsabstand. Ja, ich denke mal, wir machen hier erstmal einen Cut und im nächsten Part werden wir dann hier den Rest des Raumes abgrasen und uns erstmal auch mal die anderen Dateien ansehen, weil ich glaube nicht, ein paar Dateien habe ich versehentlich weggedrückt gehabt. Dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und dann bis demnächst.